Guten Morgen zu Tag Nummer 6. Heute geht's zum Volcano Bay und bis This Springs. Ich habe schon Badehose an. Wir frühstücken gleich und dann geht's los zum Volcano Bay. Kevin macht hier Frühstück. Frühstück mit unserem hier Waschmittel-Verpackung O-Saft. Florida Natural steht drauf. Das müssen wir auch zu Hause mal so machen. Mit so einem, so ein Ding habe ich sogar zu Hause. So geil. Bei uns geht's ab. Hier wird der Koffer gepackt. Drei Freunde, ja, das ist klar. Fliegen nach Amerika. Für jeden Pack sind sie bereit, denn der Spaß geht nur durch drei. Es geht nach Orlando, jetzt wird unser Traum wahr. Wir fahren mit Uber zu den Parks der USA. Von Disneyland bis Universal, wir machen alles klar. Ja, auf die Freundschaft, jetzt wird unser Traum wahr. Oh, auf die Freundschaft, jetzt wird unser Traum wahr. USA! So, jetzt geht's ja zu Volcano Bay und hier nutzt jetzt, also der Job auch für Lyft und Uber, ist genau an derselben Stelle, wie wenn ihr zu den anderen Parks fahrt. Und dann gibt es einen kurzen Abweg, also müsst ihr sowieso einmal durch die Kontrolle. Und dann gibt es ein Pfeil Richtung Bus Transportation zu den Resorts und dann extra zu Volcano Bay. Und dann gibt es jetzt extra einen Bus, der bringt euch dahin. Wir müssen die 4, die Nummer, Volcano Bay. Ja, Nummer 4. Und dann ist hier eine Tafel, haben wir gerade schon gesehen. Und da ist dann der Bus, der bringt euch dann noch Volcano Bay. Was machen Sie hier? Ich kühle mich ab. Klappchen. Ich bin wie ein Krokodil. Bei mir guckt nur der Kopf drauf. Ist in Florida genau richtig. Oder? Würde ich auch sagen. Oh, ist das schön hier. Es ist angenehm voll. Wir haben sogar eine Liege bekommen. Nein, drei Liegen. Drei Liegen, oder? Und ja, wo hast du hier dann das Armband? Da kannst du auch theoretisch mit bezahlen. Und Wasserbahn mit reservieren. Das habe ich auch schon gesagt im anderen Fall. Aber ja, wir sind hier gerade im Wellenbecken vor dem Vulkan. Und da ist so eine Drehscheibe und die zeigt an, wie gerade der Wellengang in dem Becken ist. Jetzt ist er ruhig. Jetzt ist ruhig. Da sieht man auch, da ist gerade so leichte. Ja. Schmeckt gut. Das Oberteil. Ist das das, was ja. Ganz schön hoch.
So, wir kommen jetzt aus Volcano Bay, waren jetzt knapp, wie lange waren wir hier? 3, 3,5 Stunden. Ja, die Zeit ist schnell vergangen. Es war super entspannt und ein sehr, sehr toller angelegter Wasserpark. So ein hawaiianischen Stil. Hatte gerade so richtige Lilo und Stitch Vibes oder Vaiana Vibes. Hat mir sehr gut gefallen. Auch ein paar Rutschen. Auch dieses System finde ich ganz cool, dass du dich virtuell anstellst mit deiner Uhr. Aber das, was ich gerne gemacht hätte, hätte eine Wartezeit von 250 Minuten gehabt. Und das ist mir zu viel. So, wir steigen jetzt wieder in den Bus. Zurück zum Hauptpunkt von Universal. Da lassen wir uns jetzt abholen. Und fahren. Ja, weil wir wollen heute noch ein bisschen shoppen und wir wollen noch nach Disney Springs. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, hier ein bisschen Zeit einzuplanen, kommt hier vorbei. Uns hat es sehr gut gefallen. Sehr schön, ne? Du, selbst dir hat es gefallen, ne? Als nicht so Wasserpark-Freund. Ja, ich finde es das große, ich sag mal, Nichtschwimmerbecken. Auch permanent als Wellenbecken, alle halbe Stunde, Stunde fungiert. Das ist ganz cool. Dann ertönt ein cooler Sound und dann geht's los. Was ich mich von so ein bisschen gewundert habe, es hat ein bisschen angefangen zu regnen, ein bisschen windig geworden. Alle mussten die Gewässer und Pools verlassen, außer die Rutschen konnten weiter betrieben werden. Habe ich keine Ahnung, wir haben aber auch nicht die Leute gefragt. Ja. Ne? Ja. Von Universal aus zum nächstgelegenen Outlet gefahren. Super schön, coole Fahrerin gehabt. Die hat gesagt, welches deutsche Bier sie gerne trinkt. Ja, ganz cool. Ja. Geil. Was hast du da Leckeres? Eine Zimtschnecke. Also quasi. Zimtrolle. Und so ein Raspberry Lemonade. Hat beides zusammen 10 Euro gekostet. Und wir sind jetzt hier in, ich also jetzt wo wir sind, in den Orlando Premium Outlets. Hier haben wir noch so eine Vanillesoße drauf. Ja, das ist so Zucker, glaube ich. So Zuckertopping. Ja, oder so. Gönn dir. Bei Kevin sieht es erfolgreich aus. Ja. Bei uns auch. Wir waren zwar noch nicht bei Disney, aber wir haben schon mal eingekauft. Und irgendwie hatten sie in diesem Warehouse, also das ist das Outlet von Disney, deswegen sind wir eigentlich auch hier in dem Outlet, hatten die gerade Promos auf so Klamotten, also Hoodies, Pullover, Hosen, sonst was, 20% nochmal zusätzlich. Wahrscheinlich wollen sie jetzt erstmal den Gramsch raus haben. Genau, bevor der neue rauskommt. Ja. Und für Marcel eine richtig geile Sweatshirt-Jacke gekauft. Die war ursprünglich bei $100 und wir haben jetzt, glaube ich, $25 nur noch dafür bezahlt und es sieht richtig schick aus. So, wir haben uns jetzt abholen lassen mit dem Lift und sind in Disney Springs. Noch nicht. Erst noch nicht. Pick-off. Es gibt hier extra für Lift eine eigene Ride, Drop und Pick-up-Bereich. Das ist krass. Und man ist gerade schon so reingefahren und dann stand da Welcome to Disney World. Also man hat gesehen, was denen hier alles gehört. Die ganzen Hotels, die hier haben. Heftig. Also jetzt bin ich richtig gespannt. Das ist unsere erste Disney Experience. Ich bin gespannt. Thank you.
Boah, Leute, völlige Reizüberflutung hier in diesem Shop. Der ist so groß, das kann man nicht ansatzweise einfangen. Oder völlige Reizüberflutung? Shut up, Disney, and take my money. Ist wirklich. Wir kaufen doch noch einen Koffer dazu. Also, wir haben ja schon einige Aufnahmen gesehen von Disney Springs, aber dass es so groß ist, das kann man überhaupt gar nicht festhalten. Riesig! Also, du hast hier, es ist eigentlich eine Shopping Mall, kann man sagen, eine Outdoor Shopping Mall mit Disneys, fetten Disney Store und allem Möglichen und auch andere Sachen. Wir haben hier jetzt gerade bei uns, hier ist Lacoste, Sephora, alles, Zara, alles, wirklich alles. Es gibt einen Parkplan und, hier, glaube ich, gerade noch gesehen. Okay. Einen richtigen Parkplan. Das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar. Also, oder Einkaufsplan? Wie soll man das nennen? Ja. Wie, also eine Map halt. Ja. Es gibt eine Map hiervon und es ist unfassbar. Also wir sind jetzt aber gerade auf dem direkten Weg zum Planet Hollywood, dass wir unsere Magic Bands dann auch abholen können. Aber wir werden halt zwischendurch immer jetzt gerade unterbrochen von irgendwelchen Eindrücken. Also es ist heftig. Sind wir? Im Waffle House in der Nähe vom Disney World. Ja, lass uns mal überraschen, wie das hier so schmeckt. Ne? Hier kriegt man auch immer Frühstück. Ja. Kevin hat Frühstück genommen. Ich nicht. Ich auch nicht. Ach doch, eine Waffel hast du auch noch genommen extra. So, Männer. Guten Appetit. Ja, Mahlzeit. Ne? Mahlzeit. Wir waren im Waffle House. Das ist ein Laden, den du besuchen musst, wenn du auf ein ganztägiges Frühstück stehst. Gibt natürlich auch Burger und Sandwiches. Ich habe einen Burger, Kevin hat ein Frühstück gehabt und Denise hat so eine Mischung aus Sandwich und Chili gehabt. Ja. War sehr lecker auf jeden Fall und auch echt günstig. Ja. Finde ich gut.